Respektloser sind sie allemal, stehen hinten natürlich ganz fest hinten drin, aber dann diese langen Bälle. Und die bringen die deutsche Mannschaft doch mehr in Verlegenheit als geplant war. Das ist das 1:0 für die koreanische Mannschaft und das war nicht der Masterplan von Jürgen Klinsmann. Der Mann mit der Nummer 13, der schon in den Anfangsminuten auffiel, Kim Dong-jin. Und ich habe den Verdacht, dass Ballack da den Ball verloren hat im Mittelfeld. Aber das Zuspiel war natürlich auch lausig. Dann dieser lange Ball auf die rechte Flügelseite. Wird nicht genau attackiert von Burns. Dann gewinnt Friedrich den Kopfball, aber macht daraus auch gleich eine Vorlage. Und Duricha irritiert dort in der Mitte. So, das schauen wir uns nochmal an. Hier kommt der Schuss von Kim Dong-jin. Und dann ist Duricha nochmal da. Macht nochmal ein bisschen Wind. Und Lee Yong-jae feiert diesen Überraschungstreffer. Aber ein Sprungwunder. Schneider und Ballack. Schweinsteiger und Ernst, die beiden stören Friede in der Mauer. Jetzt nur noch Schweinsteiger. Ballack. Ja! Zum 50. Sein zweites Länderspieltor unter Jürgen Klinsmann. Ein echter Kunststoß. Und zum richtigen Zeitpunkt. Der Jubilar belohnt sich selbst in einer kritischen Phase des Spiels. Weiß er, wie es geht. Und die Mauer war wirklich schlecht gestellt. Lee Yong-jae hatte da nicht genau hingeguckt. Also wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt, dann muss halt schon mal ein Standard her. Und da muss der Kapitän her. Hat nicht nur die Mannschaft angesteckt, sondern auch viele Journalisten. Dieser schwäbisch-kalifornische Optimismus. Aber jetzt haben die Koreaner ihn mehr an den Beinen. Ein sensationelles Tor. Mit dem Rücken zum Tor gedreht. Bei Werder hat er nicht getroffen. Aber hier macht das. Lee Dong-guk. Und er kann es gar nicht glauben. Jean Bonfrère. Unhaltbar für Oliver Kahn. Und jetzt wird es doch eine peinliche Angelegenheit hier. Ein super Tor. Ein super Tor von Lee Dong-guk. Die Flanke kam von Kim Sang-chik. Ovomoyela hatte sich nicht richtig durchgesetzt. Und dann kommt er da frei zum Schuss, aber wie er es macht, ist einfach göttlich. Anerkennung. Tolles Tor. Lee Dong-guk. Bei Werder siebenmal eingewechselt. Da war er in der Saison 2000-2001 und dann hat er gesagt. So, ein neuer Mann im deutschen Spiel. Ganz schnell kam die Auswechslung. Thomas Bredaric. Hier geht alles rasend schnell. Wörns sind sie jetzt hinten nicht mehr, denn der ist nicht mehr da. Das war die Stiefelspitze von Friedrich und jetzt kommt Cha. Und da ist dieses Spiel entschieden. Der Mann mit der Nummer 18, der neue Mann, gerade eingewechselt, Zhou Ji-jin. Der Legionär aus Japan nimmt das lässig entgegen. Und Joe Bonfrère wird jetzt dann tatsächlich noch ein geliebter Trainer in diesem Land. Noch einmal, hinten natürlich alles offen. Lahm versuchte den Ball in der Drehung noch zu kriegen. Kahn weit raus. Oh, oh, oh. Und